Ihr habt es tatsächlich getan. Ihr habt auf diesen Part gedrückt, auf den letzten Part von The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Ich kann es aussprechen. Ein weiteres Zelda-Spiel neigt sich dem Ende zu. Drum stehe ich hier vor der letzten Etappe. Vor Bellamu. Ja, demjenigen, den wir das alles hier zu verdanken haben, der die Meere bedroht und den wir nun besiegen werden und müssen. Wir werden uns aufmachen, Bellamu ordentlich in den Arsch zu treten. Lasst uns voranschreiten. Oh nein, Robin, die Brücke ist eingestürzt. Wir können nicht zurück. Bist du bereit? Ich war noch nie bereiter. Aber wenn du besorgt bist, kannst du zurückkehren und Vorbereitung treffen. Das ist schon okay, Robin. Ich bin da. Und ich bin auch bei dir. Ich bin auch bei dir. Ihr alle, danke. Nun, Robin, lass uns gehen. Da erscheint es, das blaue Licht. Freunde, ich muss euch mal ganz ehrlich sagen, es war sehr, sehr schön, auch wenn das Let's Play ein paar Hoch- und Tiefmomente hatte. Es ist jetzt endlich soweit, dass wir tatsächlich, ja, vor dem Endboss stehen. Und lass uns das alles mal ein bisschen gucken, was hier alles so auf uns wartet. Wenn du zum Eingangstempel zurückgehen willst, spring in das blaue Licht. Das kennen wir ja schon. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das blaue Licht ja eigentlich nie benutzt. Jetzt würde ich es gerne benutzen, auf die schöne Insel Melka nochmal zurückzugehen. Aber Freunde, dafür ist jetzt keine Zeit. Die Zeit ist da, dieses Spiel zu beenden. Dieses Spiel ein für alle Mal zurückzulegen und Phantom Hourglass abzuschließen. Böses Phantom, Bellamu. Freunde, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Das Finale hat begonnen. Phantom Bellamu. Und ja, Freunde, ich weiß so gut wie gar nichts mehr von dem Bosskampf, aber ich glaube... Ah, okay, seht, wir müssen ihn frei machen von seinem Schleim. Und, ja, er sieht bis jetzt relativ, ja... Was soll ich sagen? Böse aus. Es ist ein ekelhaftes Tentakelmonster, was da vor... Ah, sieht man hier. Ekelhaftes Tentakelmonster, was vor uns ist, was seine Augen hin platziert. Wie sieht's aus mit heilbaren Sachen? Ich weiß gerade gar nicht. Ah, sieht man. Bam, wir müssen ranziehen. Und jetzt zack. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Items. Ah, sehr gut. Wir haben ja noch beide Elixiere voll. Das sollte ja kein Problem sein für uns. Bam, 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 bam. Zack. Mit der Windattacke können wir ihm richtig aufs Maul geben. Bellamu taucht wieder unter. Oh, 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 oh. Was macht der jetzt? Oh, lol, er hat sich festgehalten. Oh, ihr seht schon, es gibt ja einen Hochweg. Das funktioniert halt perfekt, wenn man zwei Bildschirme so oben nach unten sieht. Aber nun ja, das ist jetzt eine andere Geschichte. Das Gute ist, wir müssen jetzt tatsächlich die Items hier... Oh lol. Einsetzen. Oder? Die Augen sind hardcore ekelhaft, muss ich schon sagen. Und die können wir einfach besiegen. Die Frage ist, wie macht man das nochmal? Muss man vielleicht... Okay, mit dem Bumerang funktioniert das nicht. Ah, ich Dummkopf. Es sind doch Augen. Und worauf, was haben wir immer mit Augen benutzt? Den Bogen. Das ist wirklich Waffe. Das ist traurig. Das muss ich raffen. Vorsicht. Und deswegen droppen. Alter, die ziehen aber ganz schön hart Leben ab. Oder irritiert Leben. Das ist schon brutal. Ich muss aufpassen. Dann muss auch gerade ziemlich im Rage-Mode. Ich habe vielleicht sogar in Erinnerung, dass der Bosskampf vielleicht nicht der einfachste wird. Das habe ich ja nicht gesagt. Und oh, da fällt er zu Boden. Müssen wir nach unten. Ja, tatsächlich. Wir müssen nach unten. Weil es liegt da. Wieder das gleiche wie eben. Denke ich mal, nehmen wir mal wieder die Kordel. Und ziehen ihn hier die Sachen ab. Oh, nicht ins Wasser springen. Das wäre nicht so positiv. Zieh ihn ab hier. Oh, 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 oh. Vorsicht, Vorsicht. Bam, bam. Uäh, vor allem, du kannst den Sachen nicht ausweichen, habe ich das Gefühl.
Wenn er die auskackt, dann musst du irgendwie ganz komisch. Kein Plan, ey. Was der für Problems hat. Was sammelst du dich da eigentlich immer voll mit irgendwelchen komischen Sachen? Jetzt komm ran hier, bis der aufs Maul gehen kann. Nein! Komm schon ran hier! Bam! Nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben! Wie hoch jumpt er jetzt? Ach, ihr Ficker, verpisst euch von hier! Oh! Bam! Wieder das gleiche, okay, kein Problem. Ah! Aus dem Weg! Aus dem Weg mit euch! In den Bogenlink. Okay, wir haben noch genug Pfeile. Gut, dass die das auch mal. Leute, die Augen sind zu. Der Wichser mich jetzt austricksen will, Alter. Dein Vater, Alter. Wenn du mal so bist für ein Hurenkind. Natürlich! So, erstes Auge down. Okay, die Augen sind gerade aufgegangen. Los, öffne! Immer einzeln. So, er ist wieder unten. Fall zu Boden. Boah, ich krieg schon Hustanfälle. Oh, er ist noch nicht oben. Er hat sich nur angegriffen. Wollte ich gerade sagen, das waren ja noch nicht alle Augen, die ich gefickt habe. So, jetzt hier. Bam. Mach auf, mach auf, mach auf. Öffne das Auge, du Affe. Bam. Jetzt aber. Zack. Gib mir ein Heart. Oh, gut, dass die Herzen kochen. Oh, lol, er ist noch ein nach oben gegangen. Okay, das heißt, eigentlich was Gutes aus dem Weg hier. Ich sollte die Viecher immer mal überprüfen, ob die auch Herzen droppen. Das wäre nämlich ein Traum allerseits. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Und deshalb, er versucht, meine Pfeile jetzt schon zu entgehen, indem er immer die Augen schließt. Schafft er aber relativ mangelhaft, oh Gott. Schafft er gut. Nimm doch den Bogen weg, du Affenjunge! Mann! Vorsicht, Vorsicht, los. Auge auf. Zack. Fällt er? Nein, er fällt nicht. Oh, ja, 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 will ich klatschen. Schafft er aber nicht. Schafft er aber nicht. Bam, bam. Okay, da hängt er wieder. Das Traurige ist, ich glaube, die Augen bleiben nicht kaputt. Obwohl doch, da fehlt bitte. Ich hasse das so. Mach das Auge auf. Jetzt haut er schon wieder mit seinen Tentakeln. Hör auf, du Hurenkind. Lass das. Ich möchte nicht mehr. Ich sehe meine Maus manchmal nicht. Herz, danke, 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 danke. I love you so much. Die Augen bleiben verletzt, ihr seht schon. So, jetzt hier, mach's auf. Bam. Zack. Was ist das? Was hat er da denn ausgekackt? Er hat gerade etwas ausgekackt. Warum nur? Es kommt mir so vor, als hätte ich das schon mal gesehen. Es erinnert mich an früher. Was? Ah! Was war das? Ich fühle mich so seltsam. Ich frage mich, was das war. Celia! Großvater? Das sind die Erinnerungen, die du verloren hast. Vor langer Zeit hat Bellamo dich angegriffen, deine Kraft und dein Gedächtnis gestohlen. Nun sind diese Erinnerungen auch wieder aufgetaucht. Du hast sie wieder erlangt. Ah! Ich erinnere mich! Ich sehe jetzt, ich bin Celia, der Lichtgeist des Mutes und der Zeit. Ich kann mich endlich an alles erinnern. In Ordnung, Celia. Du und Robin, ihr müsst Bellamo den letzten Schlag versetzen. Das Monster lebt noch und ihn finalen Stoß versetzen. Celia, ich denke, du weißt, was zu tun ist. Überlass es mir. Nun, Robin, lass uns gehen. Ich habe mein Gedächtnis wieder. Du wirst es schon bald sehen, wozu ich wirklich in der Lage bin. Down, 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 down. Er liegt unten, der Affenkopf. Runter. Okay, er fällt noch, er fällt noch, er fliegt noch. What the fuck? Okay, ich muss... Okay, ich habe eine Idee, was ich mache. Ich muss meinen Pfeil direkt in sein Auge schleudern. Okay, warte. So, wenn er angeflogen kommt. Oh, lol. Seine Bewegungen sind wild und unvorhersehbar. Aber das ist okay.
Mit der anderen Seite kannst du jeden Fight aufnehmen. Denn wenn ich meine wahre Kraft in die Phantomzeituhr lege, kannst du die Zeit anhalten. Bitte deine Kraft mit der Phantomfähre, die ich aussende in der Kantuhr. What? Du kannst die... Jede Phantomzeituhr kann die Zeit genau einmal anhalten. Das Sanduhr-Icon wird am Boden des Touchscreens erscheinen. Berühre es und es zeichne... Und zeichne eine 8, die aussieht wie eine Sanduhr. Dann wird die Zeit angehalten. Ah, warte mal. LOL. Warte. Warum konnte ich jetzt nicht zeichnen? Jetzt, hallo? Kann das bitte auch wieder zupacken? Hä? Ich zeichne doch eine 8. Okay, ich bin gerade verwirrt, wie das hier funktionieren soll, der Dreck. Warum kann ich keine 8 zeichnen? Der... Guck, der... Hä? Hä? Warum geht das nicht? Was ist denn... LOL! Oh, verkackt, weil er in der Luft ist. Das wird nicht angezeigt, der Kack. Mann! Du hast es geschafft, du hast die Zeige, aber nicht verkackt. So, ich brauche eine neue Phantomsphäre. Los, gib Gas, Silja. Pass auf. Mann, ey. Ja, gib Gas. Wo denn? Ich weiß nicht, wie eine 8 für dich aussieht, Silja, du Furzkissen, Mann. So, aber jetzt hier, bam, bam. Ja, hau halt nicht drauf. Hau doch drauf, du Junge! Boah! Oh Mann, das ist der Nervzusammenbruch des Todes gerade. Es funktioniert nicht. Es will nicht funktionieren, Imcock. Bitte mach doch einfach das, was ich möchte. Du Lutscher. Geh runter. Jetzt aber. Er haut einfach ab und an nicht drauf. Sauf dieses Drecks-Elixier jetzt. Ja. Nein. Rot. Nimm. Sauf. Ja. Hopp, runter mit dem Scheiß. Uah. Zu viel Life verloren, Junge. So, mach einen Abgang hier. Komm. So, jetzt aber. Mit aller Ruhe das Zeichen, dann klappt das. Aber hau... Okay, einmal kann ich es mir vorstellen noch. Ich brauche noch eine Phantomsphäre. Nimm sie, Robin. Ja, ich nehme dich gerne. Hier, komm. Bam! Oh mein Gott! Alter! Was das? Robin, pass auf, die Decke stürzt ein! Und der Ausgang ist immer noch blockiert! Was machen wir jetzt? Ich würde mal sagen, laufen! Oh mein Gott, Link! Bist du irre? Weich aus! Heilige Makrele! Hey Opa, komm mal kurz her. Hey Opa. Lol. Oh.
Oh, was ist denn los? Ah, das ist doch etwa runtergefallen. Oh, es ist Robin. Hey Opa, pass auf, was du uns loslässt. Also warst du das, der uns aus dem Tempel befreit hast, Großvater? Ja, das war ich. Ihr beide habt wacker gekämpft. Es ist noch da, aber das Siegel wird schwächer. Ich hatte wieder genug Kraft, um euch herzubringen. Ja? Robin, steh auf und schau dir das an! Was denn? Sie ist immer noch zu Stein. Oder? Lol. Tetra? Tetra, geht es bald besser, oder, Großvater? Sehr schön, Robin. Nachdem du Bellamo besiegt hast, habe ich meine Kraft benutzt, um Tetra zu heilen. Es hat funktioniert. Sie erholt sich gut und scheint über dem Berg zu sein. Du hast es geschafft, Robin. Wirklich? Ja! Vielen, vielen Dank, Robin. Seit ich auf dem Geistschiff bin, habe ich geträumt. Ich weiß, dass du mich gerettet hast, Robin. Ich habe alles mit angesehen. Was für ein Glück, du bist über den Berg. Schön, dich kennenzulernen. Danke, dass du mich gerettet hast, Celia. Oh nein, nein, ich habe gar nichts gemacht. Das war alles Robin. Wieder hängt in Nymex Arm. Oh Mann, Nymex hat auch mitgeholfen. Auch dir danke, Leinbeck. Danke für alles. Ach, das war nichts Besonderes. Ich konnte doch Robin und die geschwätzige Fee nicht alleine gehen lassen. Das wäre zu gefährlich gewesen. Ich musste aushelfen. Was redest du da? Du hast Robin all die gefährlichen Dinge machen lassen. Da ist sie. Tja, Freunde, würde ich mal sagen. Was? Du? Nein, das kann nicht sein! Was ist passiert? Da passiert doch was! Achtung! Was passiert hier? Was ist los, Großvater? Ich weiß auch nicht. Oh, Alter, was ging jetzt ab? Oh nein, alle nach draußen! Da ist was gefährlich! Ich muss ganz lang da. Alter, was geht denn jetzt? Alter. Oh shit. Oh scheiße, der lebt ja immer noch. Was ist dieses Monster? Das ist Bellamo. Aber wieso? Ich dachte, wir hätten ihn besiegt. Schau, Tetra. Oh nein, das kann nicht sein. Was will der von ihr? Also ist er noch am Leben. Ich habe mich schon gewundert, warum meine Kraft nicht ganz... Was passiert hier? Oh mein Gott! Er ist abgehauen, Mist! Das Geisterschiff! Oh mein Gott! Das ist sein Sanktorin, das ist seins! Wie er sich da dran klammert! Boah, Alter! Das müssen wir immer noch kaputt hauen, Alter! Wir holen der Tetra raus, ich verspreche euch das. Das werden wir schaffen. Boah. Hey, er ist aufs Geisterschiff gegangen. Jedenfalls folgen wir ihm. Ich übernehme das Steuer. Los, Link. Robin, bereite die Kanone vor. Leinberg ist dabei. Seine volle Kraft geladen. Voller Rampf aus. Los geht's. Oh Gott, wir müssen... Unschwer zu erkennen... Auf jeden Fall. Oh fuck, ich hätte es wissen müssen. Jetzt zahlt sich es aus, hätten wir dieses Schiff aufgerüstet. Wir müssen nämlich jetzt aufpassen, dass wir nicht aufs Maul kriegen. Das sind nämlich Kanonen, von denen wir fliegen zu schnell, als dass wir das irgendwie ansatzweise aushalten würden. Aber gut, wir kriegen da sogar Herzen raus. So, jetzt noch da, komm. Hau die Augen kaputt.
Dann haben wir das auch geschafft. Das Geistschiff ist kein Hindernis. Wir haben schon so viel mit unserem Schiff geschafft, Alter. Dann schaffen wir auch das. Komm schon. Oh, lol, der spawnt. Jeder spawnt hier neue Augen. Ein widerliches Stück Code. Mach das Ding kaputt, Alter. Boah. Ich glaube, wir müssen einfach draufhalten. Und die Dinger immer weiter kaputt hauen. Immer weiter, immer weiter. Schieß drauf. Einfach Spam. Einfach draufknallen. Komm schon. Kabam, 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 kabam. Komm schon. Boah, es ist ekelhaft, dieser. Vor allem, wie er das Geistschiff übernimmt. Das hat doch safe, ist das irgendwie einfach ein Schiff, was einfach nur dahin treiben wird, schon längst untergegangen ist. Aber Bellamo sorgt dafür, dass das Ding am Weiterleben ist. Schiff aus vergangenen Tagen. Die Frage ist: Da kocht das Blut eines jeden Seemannes! So sieht's aus, Lineback. Ich liebe dich dafür, dass wir jetzt so gut zusammenarbeiten. Weiter so! So sieht's aus. Hau drauf, Link! Immer dran denken, der Kopf muss ab! Bam, bam, bam! Das Hauptauge da in der Mitte. Schieß drauf, komm! Zack! Noch eins! Wo? Wir haben's! Kennst du die Kraft des Schiffes? Wir kennen es so gut. Runter mit dir! War es das? Okay, an Bord jetzt, los! Aber warte, bevor du das tust. Das ist gefährlich. Willst du erst speichern? So gerne. Speichern abgeschlossen. Nun! So, weiter geht's. Nun vorausgespeichert. Lass uns an Bord gehen. Alle hopp! Okay. Da sind wir also. Wie der Herr uns schuf. An Bord des kaputten Geisterschiffes. Alle beisammen. Robin! Es ist Tetra! Da ist sie! Aber der Sack auch noch. Was? Nein! Großvater! Das Schiff! Das war mein Schiff! Stark bleiben, Lineback! Nein! Nein! Hilfe! Oh mein Gott! Scheiße. Lineback! Er hat uns... Hey. Robin, wach auf! Lineback hat uns gerettet. Tetra? Robin, wach auf, beeil dich! Nein! Lineback! Nein! Robin! Nimm es! Oh. Das kann nicht sein! Oh, Mist, was? Lass los, du Monster! Oh mein Gott! Was passiert denn? Er benutzt seine letzte Kraft, um sie ekelhafte... Nein! Nein! Robin! Hilfe! Muss ruhig bleiben, Robin! Ach du heilige Scheiße! Bellamo ist der Böse, es klebt an seinem Rücken. Hier geht den Rücken, greift seinen Rücken an. Oh mein verdammter. Benutzt das. Zeit für. Oh mein Gott. Wir stempfen gegen Lineback als. Das Auge. Es ist zu. Das Auge, wir können nicht dran. Ein Schwachpunkt ist, sein Auge war geschlossen. Da habe ich extra die Zeit angehalten. Aber irgendwas muss sein Auge auch mal öffnen. In Ordnung, dann werde ich seinen Rücken auf dem oberen Bildschirm widerspiegeln. Hey, ich sehe es, ich kann es sehen. Hey, Robin, schau es auf dem oberen Bildschirm. Sein Auge hat sich geöffnet. Nun benutze ich sie wieder. Au! Au! Ah! Oh, Scheiße, er hat mich eingepackt. Oh, mach dir keine Sorgen. Okay, das Auge muss... Ich glaube, die macht des Heiligen Schweiß, kämpfe ihn. Zack, bam! Los, nach hinten mit dir! Bam! Zack! Raus mit der Fee. Hey, er hat den Dackelkram verloren.
Nun ist die Zeit von Drumsel gekommen. Gib sie mir. Los! Yes! Und jetzt das Auge. Es muss ich öffnen. Dann kann ich... Okay. Das Auge ist offen. Drauf da, komm! Bam! 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 Das hat gesessen, Alter. Los, Bellamo, spürst du deinen Schmerz? Spürst du den Schmerz, den ich dir zufüge? Ein für alle Mal wirst du sterben! Bam! 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 Komm her ran! Zack! 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 Ausweichen und zack! Rein mit dir! Du hast keine Chance! Und nein, das Schwert ist mein! Zack! Lass die Fee frei! Die Phantomsphäre, gib sie mir! Los! Öffne dein Auge, du widerliches Vieh der Finsternis! Komm schon! Ich habe schon weitaus schlimmere Gegner besiegt als dich! Und den Körper eines Freundes an dich zu reißen. Das lächerlichste, was ich jemals gesehen habe. Er hat sich angehalten, Das Auge ist offen. Beim Schlag! Beim Schlag! Okay. Alles gut. Ein weiteres Mal getroffen. Aufs Maul, mein Phantomschwert will ich auseinandernehmen. Ausgewichen und rein da. Legt der Schwertmeister ins Kammer. Zack, Watz, Alter. Gibt die Phantomsphäre hier, ja, sehr, sehr gut. Ein letztes Mal vielleicht. Tetra, sie liegt da hinten noch. Bei ihr ist alles gut. Alles gut. So, Auge ist offen. Nein, das Auge zu! Nein, ich hab verkackt. Nein, zu lange gebraucht. Alles gut. Weiter mit dem Schwert kämpfen. Mit dem Phantom. Wir haben noch einen Heiltrank. Das sollte alles Paletti sein. Pass auf, auszuweichen und dann direkt rein. Dann kann er nichts mehr machen. Oh, weiter drauf. Yes. Zack. Und rein. Boah, hört diese epische Musik. Das Limeback-Theme, Alter. Oh, gut, dass diese wunderschöne Musik wieder mit eingebaut haben. Aber das Traurige ist einfach, wir kämpfen gerade gegen Limeback. Das ist ja gerade das Krasse. Ich hoffe, Limeback. Wir schaden ihn nicht. Wir schaden hoffentlich nur Bellamo. Ich will ihn zurückhaben. Das war ein ordentlicher Treffer. Los, komm schon. Wie lange hältst du noch durch? Ich weiß, es wird nicht mehr lange dauern, bis du am Boden liegst und stirbst. Zack, zack. Bellamo, du ekelhaftes Stück Scheiße. Geh drauf. Und jetzt... Fuck, Zeit verkackt. Alles gut. Haut drauf. Oh, lol. Bam. Weiter drauf, bis er nicht mehr kann. Riesenphantom, Alter. Zack. So, Phantomsphäre, her damit. Bam. So, mach das Auge auf. Oh lol. Oh Gottes Willen, was geht denn jetzt ab? Propeller Magic, Mann, Alter. Was ist denn jetzt bei dir los? Wo kommst du denn her, Alter? Heilige Scheiße, wie soll ich da denn überhaupt ausweichen? Öffne doch dein Auge. Du sollst dein Auge öffnen. Öffne es! Los! Ich weiß ja nicht, wie ich da ausweichen soll. Ich muss mal ein Elixier nehmen. Trink es. Scheiße! Okay, das Auge ist offen, aber das wird nicht reichen, weil es einfach zu weg. Richtig. Fuck. Wie soll ich den denn noch ausweichen? Weil der war... Okay. Es ist offen! Oh, wie oft willst du denn noch aufs Maul bekommen, du Affenjunge, Alter? Mann, ey. Es kann nicht sein, dass das so lang dauert. Und ich muss aufpassen. Ich darf nicht so viele Leben verlieren. Wenn die zweite erste jetzt gerade wieder rein... Das ist so schwer. Das ist gar nicht mehr so einfach auf dem Emulator, Alter. Okay, Konzentration an. Jetzt musst du nur noch wieder dein Auge öffnen. Komm schon. Öffne es. Los, tu es. Ich weiß, dass du es willst. Nein, das ist nicht. Oh mein Gott, ich bin ausgerutscht. Oh, lol. Okay, noch nicht. Fuck, man kann da auswählen. Es ist aber sehr, sehr schwer. Dum. Komm schon! Ey, wie viel hältst du denn aus? Was ist das? Oh mein Gott. Bellamo! Ist es dein Ende? Er zerfällt. Oh mein Gott. Aber... Limeback!
steht. Ja. Mir geht's gut. Ja, doch. Nimm den Sand an dich. Bellamo. Bellamo ist besiegt. Oh, was passiert hier? Boah, ich dachte... Bist du okay, Lineback? Du warst von Bellamo besessen. Oh mein... Was? Oh, das stimmt. Ich glaube, ich erinnere mich, wie ich Robin... Du hast uns gerettet. Oh, Kleiner, ich meine Robin, sorry. Ich weiß, ich war besessen von diesem Monster, aber das ist tatsächlich... Nein, nein, Lineback. Wenn du dich nicht Bellamo entgegengestellt hättest, wer weiß, was noch passiert wäre. Nun ja, ich war wie in einem Rausch. Moment mal, Leute. Ich werde ja ganz verlegen, wenn ihr so mit mir redet. Ich hab nur mein Schiff gerecht. Großvater. Robin, Lineback und Celia. Ich habe meine ursprüngliche Form zurückerlangt und dafür danke ich euch. Da ist er, der Meereskönig. Wunderbar. Wunderbar. Was war? Großvater, bist du das? Wer hätte gedacht, dass das deine wahre Gestalt ist? Wenn ihr nicht gewesen wärt, wäre ich für immer versiegelt geblieben. Das Meer wäre verfallen. Ihr habt mich und das Meer gerettet. Danke! Seht sie euch an. Die Helden stehen dort. Lineback. Was wäre ich? Ich habe noch ein Versprechen einzulösen. Ich erfülle dir einen Wunsch. Was ist es? Komm schon, sag es. Du willst Schätze, oder? Frag einfach. Nein, das ist es nicht. Ich brauche keine Schätze mehr. Ich glaube... Ja, wenn ich mir was wünschen muss, wenn du darauf bestehst, kannst du mir mein Schiff wiedergeben, dass es versunken ist? Was? Das ist alles, aber nicht, dass du später noch Schätze haben willst. Sei doch mal still, kleine Fee. Du kannst aber auch nie den Mund halten, oder? Der Lebenssand ist zurück und es herrscht Frieden. Damit wird auch eure Welt nicht mehr von dem Geisterschiff heimgesucht werden. Unsere Welt? Also, in welcher Welt befinden wir uns denn jetzt? Was ist das für ein Ort? Es wird Zeit, dass ihr in eure Welt zurückkehrt. Das Tor zu eurer Welt wird sich schon bald öffnen. Wir sind Bewohner dieser Welt. Wir müssen zum Meereskönig zurückkehren. Danke, Robin. Und auch dir, Lineback. Euer Mut
wird nicht vergessen werden. Oh, nun freut mich zu hören. Jetzt muss ich endlich nicht mehr dein Gesicht sehen. Ich habe nämlich genug von dir. Hey, das wollte ich gerade sagen. Hau bloß ab. Tja, dann gehe ich mal. Danke, Leinbeck. Robin, ich würde wirklich gern bei dir bleiben, aber ich bin ein Lichtgeist, der dem Meereskönig dient. Wir müssen schon bald auf Wiedersehen sagen. Ja, so ist das leider. Danke, Robin. Tja, so ist das nun mal. Oh. Ui, ihr Scheiße! Es ist geschafft. Ah, wunderschön. Mann, das ist vermisst, Let's Play zu beenden und im Abspann zu sein. Heilige Scheiße, wir haben's gemacht. Phantom Hourglass hat mit dem 43. Part sein Ende erreicht, Freunde. Oh mein Gott, dieses Spiel. Und habt ihr gesehen, wie Leinbeck sich am Ende entwickelt hat? Wie er Bellamo bestrikt. Das ist so episch, Mann. Das ist so toll gemacht. Das ist so die tollste Eigenschaft. Das ist das Tollste an diesem Spiel. Die Entwicklung von Leinbeck. Und ansonsten, als Zelda-Teil. Ihr wisst ja, eigentlich schreibe ich ja in die letzten paar Projekte immer die Bewertung rein. Das werde ich, glaube ich, hier auch machen. Aber bin ich mir noch nicht sicher, ob das so sein wird. Aber als Zelda-Spiel, da gibt es natürlich weitaus bessere. Es war dennoch ein sehr, sehr schönes... Also es war ein schönes Spiel. Es war ein schönes Let's Play mit seinen Tiefen natürlich, aber auch seinen Höhen. Und ich bin gerade echt wirklich, wirklich, oh, wirklich froh, dass wir es jetzt abgeschlossen haben. Dass ich diesen Abspann sehen kann und wissen kann. Ich nehme das gerade auf und ihr seht das dann auch gleich. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr immer wieder dabei wart, zugeschaut habt. Guck mal, diese wunderschönen Bilder mit dem... Ach, das ist so toll gezeichnet. Wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben es geschafft. Schreibt mir, wie fandet ihr es? Das Finale war doch mal großartig. Also das Finale war echt schön. Auch die Musik. Großartig. Und der Kampf gegen dieses Lineback-Phantom, wie Bellamo die letzte Kraft von sich genutzt hat. Unglaublich. Exclusive Productor Satoru Iwata hat uns das hier beschert. Und ihr seht schon, wunderschönes Abschlussbild. Der Meereskönig ist befreit und der Spieler Robin mit der geilen Unterschrift. Wunderschön und niedlich gemacht. I love it. Wir haben es geschafft. Yeah. Hey! Tja, guck mal einer an. Huch! Wo sind wir denn hier? Boah! Ach du. Leinbeck ist verschwunden. Und das Geisterschiff ist wieder da. Was ist denn los? Eine andere Welt. Also, war da gar nichts? Ich hab mir schon Sorgen
gemacht wegen dem ganzen Geschrei. Aber du scheinst okay zu sein. Wie war's auf dem Geisterschiff? Gab's Schätze? Wir waren... Wovon redest du? Was? Ich bin fast gestorben auf diesem Schiff. Robin hat mich gerettet. Aber er hat viel auf See durchgemacht. Kannst du dir vorstellen, was wir durchgemacht haben? Wo wart ihr? Habt ihr wenigstens nach uns gesucht? Wovon redest du? Seit ihr auf dieses Schiff gegangen sind, sind gerade mal... Es sind gerade mal 10 Minuten vergangen. Alter. Das war einfach alles... Oh mein Gott. Da bin ich... 10 Minuten? Du machst Witze! Weißt du, was wir durchgemacht haben? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Wie sollte ich auch? Du hast bestimmt einen bösen Traum gehabt. In den 10 Minuten. Du hörst mir nicht zu! Es waren mehr als 10 Minuten, wenn ich doch sage. Was zur Hölle? Das Geisterschiff ist sehr gefährlich. Es ist nicht mehr da. Das Schiff ist verschwunden. Es war wirklich verschwunden. Der Traum, den du hattest, war das Werk des Geisterschiffs. Da! Hey! Ich sag doch, es war kein Traum. Hört mir einfach nicht zu. Ich glaube auch nicht, dass es einer war. Es hat eine größere Bedeutung gehabt. Die Sanduhr. Gänsehaut. Da schwimmt er. Dort ist er. Linebeck. Es war kein einfacher Traum. The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Ende. Vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr bei diesem Let's Play mit mir beigestanden habt, dass wir das zusammen durchgemacht haben. Ich freue mich auf die nächsten Videos mit euch, euch wieder begrüßen zu dürfen. Vielleicht beim nächsten Zelda-Abenteuer, bei einem anderen Abenteuer. Und ich freue mich so doll auf eure Kommentare und ich bin so froh, dass wir das gemacht haben. Ein wirklich sehr, sehr schönes Spiel mit einem wunderbaren Ende. Das Ende finde ich wirklich toll. Nun, dann bleibt mir nicht viel mehr zu sagen als vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein und haut rein, meine lieben Freunde. Bis zum nächsten Mal. Das war The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Bis dann.